Ja, moin Leute, heute mal kein Video vom Wasser. Ich dachte, ich stelle mal ein Video von meinem Aquarium rein. Ich habe das ja jetzt um einiges die Pflanzen zurückgeschnitten, weil die sind nicht wirklich gewachsen. Also die Rotala hier, die Rotala rotundifolia, die ist nicht so wirklich gewachsen. Also sie ist gewachsen, aber halt sehr langsam und hat auch keine schöne Rotfärbung bekommen. Also die Spitzen, die werden da ja beim richtigen Licht und richtigen Nährstoffe werden die ja schön rot. Aber sie hat halt auch sehr viele, ja, kleine löchrige Blätter gehabt. Und die Anubias auf der Wurzel, die Wurzel stand ja erst hier so senkrecht in der Ecke. Die habe ich jetzt liegend hin, also liegend gemacht. Hab hier noch eine alte Wurzel gefunden in meiner Aquariengerümpelkiste sozusagen. Die habe ich noch mit reingepackt. Dann habe ich von einer Korkeiche habe ich hier oder irgendwie oder Haselnuss oder keine Ahnung was das ist, habe ich mal von jemanden, die haben ihren Garten ausgedüngt und haben das gebündelt am Straßenrand liegen gehabt und habe ich nachgefragt, ob ich da was von haben kann. Und die meinten, ja, wird ja eh entsorgt und nimm dir ruhig was mit. Und da hatte ich mir mal ein paar Zweige mitgenommen und den fand ich noch am schönsten, weil der eben solche Verästelungen hat. Der hat hier diese Knolle mit diesem Ansatz, wo er am Baum war. Und hier so diese Verzweigung von den Ästen finde ich sehr schön. Genau. Dann hier drüben das Kirschblatt. Ja, der ist nicht so wirklich immer gewachsen, bekommt weißliche, gelbliche Blätter, die sich auflösen. Das hat jetzt die Cryptocoryne cordifolia oder so ähnlich heißt die. Oder also ich kenne sie unter Hammerschlag-Wasserkelch. Der löst sich jetzt leider auf. Ist ja oft so bei den Kryptokorynen-Arten, dass die Veränderung nicht sonderlich mögen. Da kann man immer mal diese Kryptokorynenfäule, nennt sich das, dass die Blätter einfach matschig werden, lösen sich auf, aber die kommen irgendwann wieder. Also, genau. Dann dünge ich jetzt, ich habe vorher mit dem, ich zeige euch das mal. Ich habe vorher immer mit dem, mit dem Easy Carbo, nee Quatsch, Profidi, ach, meine Güte, heute deutsche Sprache, schwere Sprache. Warum mein Zoom nicht funktioniert, weiß ich aber auch nicht. Also das ist der von Easy Life, der Profito. Warum zoomt der nicht? Eigenartig. Genau. Ja, mit dem habe ich immer gedüngt, aber irgendwie funktioniert er bei mir nicht. Und da war ich bei uns im Aquarienhandel, bei meinem Verkäufer des Vertrauens sozusagen. Mit dem komme ich ganz gut klar und er gibt immer gute Ratschläge und alles. Und er hat gemeint, probier doch mal den Masterline aus. Und da habe ich mir jetzt erstmal den Masterline Iron habe ich mir jetzt erstmal geholt und die Tage hole ich mir noch mal den Masterline 1 müsste das sein, der Hauptdünger und mal gucken, wie der funktioniert. Ich habe jetzt an Lichtmenge habe ich. Ich hatte ja vorher, das ist ja das Vision, das Juwel Vision 260. Da waren ja vorher, wo ich das gekauft habe, heutzutage ist ja alles mit LED und hin und her. Und da waren ja noch zwei T5-Röhren drüber. Und ich habe dann aber auf LED umgestellt. Und zwar habe ich mir diese Eheim LED Classic, habe ich mir geholt, zwei so eine Streifen. Und dann hatte ich mir für mein 80er-Becken, wo ich vorher die Neocaridina Garnelen drin hatte, diese Red und Yellow Fire Garnelen, hatte ich im separaten Zimmer in einem 80er Becken, also 80er Kantenlänge,
was nur ein reines Garnelenbecken ist. Das habe ich aber aufgelöst, weil ich wollte, naja, wegen dies und jenen wollte ich halt kein zweites Becken mehr stehen haben. Und habe das aufgelöst und da hatte ich auch eine Eheim Classic LED-Leiste drüber gemacht. Und ich habe jetzt hier in, die habe ich jetzt hier noch mit drüber gehangen. Also das sind jetzt drei LED-Streifen drüber und insgesamt an Lichtmenge habe ich 43,6 Watt und zusammengerechnet sind das 4170 Lumen. Also ist noch wenig Licht für das, was ich eigentlich vorhabe mit dem Becken. Ich wollte schon ein vernünftiges Pflanzenwachstum haben. Mal gucken, ob es ausreicht. Dünge jetzt mit dem Masterline Hauptdünger, dünge ich, sag schon, täglich. Genau, mache ich 8 Milliliter rein. Also da rechnet man ja 1 Milliliter auf 30 Liter Aquarienwasser. Ja, und ich habe ungefähr. Ja, ich habe so, dass ich 8 Milliliter, maximal 10 Milliliter jeden Tag dünge von dem Masterline. Genau. Den Eisendünger düngt man genauso 1 Milliliter auf 30 Liter Aquarienwasser. Da dünge ich einmal die Woche mit Eisen und ja, das will ich jetzt mal ein paar Wochen machen und dann mal gucken, wie sich's entwickelt. Denn hier vorne, ja, es fehlt halt hinten und vorne fehlen noch Pflanzen, aber ich möchte jetzt nicht noch mehr Pflanzenmasse reinpacken, weil ich kann ja mal die Werte vorlesen. Also ich habe am Montag, jetzt diesen Montag, habe ich testen lassen und zwar, Moment, ich brauche eine Brille. Also getestet wurde am 21.11. Genau, das war ja, glaube ich, der Montag. Getestet wurde Carbonathärte, die liegt bei mir bei 7. Genau, bei 7. Die Woche zuvor war es bei 6. pH-Wert hat er diesmal nicht getestet. Der war letzte Woche bei 7,5. Also der wird so zwischen 7, 6 und 7 irgendwo da liegen. Dann hat er getestet NO2 0,01. Dann hat er getestet NO3 0,5. Also viel zu wenig. Phosphat 0,02. Silikat hat er auch nicht getestet, weil Silikat ist bei uns eigentlich immer im Wasser drin. Und Eisen 0,1, also auch eigentlich zu wenig. Also deswegen sind halt viele schnell wachsende Pflanzen drin. Wie zum Beispiel jetzt, was heißt viele, sind schnell wachsende Pflanzen. Ne? Die Vallisnell, die wuchert ja bei optimalen Bedingungen wie bekloppt. Die Rotala, Rotundifolia genauso. Das Kirschblatt, die wächst genauso. Die Kryptokoryphen, die brauchen ein bisschen länger. Und die Anubias, die ich auf der Wurzel habe, die wachsen ja eh nicht so schnell. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann lieber, damit ich ein bisschen mehr Nitrat reinbekomme und so, durch Fütterung und Fische, habe ich mir. Also, ich habe in den letzten Wochen aufgestockt an Fischen. Ich habe ja die Kalfleck-Bärblinge reingesetzt, 10 Stück, dann 10 von den Zebra-Bärblingen. Dann habe ich mir am Montag jetzt, genau, wollte ich mir ja eigentlich Pflanzen holen. Aber dann hatte ich auf dem Weg zum Zoohändler, habe ich überlegt, nee, noch mehr Pflanzen, habe ich ja noch mehr Nährstoffverbrauch. Muss erst mal gucken, dass ich die Pflanzenmenge, die ich jetzt drin habe, erstmal vernünftig zum Wachsen kriege. Und dann habe ich automatisch auch mehr Pflanzen drin. Und dann kann ich immer noch sehen, dass ich vielleicht hier vorne eventuellen Bodendecker reinsetze. Einer, der halt ja nicht so lichthungrig ist. Ich dünge übrigens auch nicht mit CO2, weil ich kann mir keine CO2-Anlage leisten. Ich hatte es mal eine Weile mit Bio-CO2 versucht, aber bei der Beckengröße keine Chance. Das hatte gut funktioniert in dem 80er Becken oder ich hatte es auch mal in einem 60er Becken probiert, da ging das gut, aber hier in dem großen Becken mit Bio-CO2, keine Chance. Also ich habe es nicht hingekriegt. Genau, und kurze Rede, langer Sinn oder andersrum. Nee, kurze Rede, langer Sinn. Wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mir wieder Gubbis geholt. Also ich wollte ja erst keine Gubbis mehr, nachdem ich immer so viele Ausfälle hatte und habe mir aber ein paar schöne Tiere
ausgesucht, und zwar sind das Koi-Cobra. Genau. Also sind jetzt keine reinen Hochzucht-Guppies, also keine reinsterbigen, weil die wären wahrscheinlich um einiges teurer. Und hat er mir zwei Männchen und vier Weibchen mitgegeben, und da gab es auch schon Nachwuchs. Also irgendwas zuppelt, denke ich mal, noch drin rum. Einige werden gefressen worden sein, aber ich habe ein kleines Becken aufgebaut. Ich zeige euch das mal. Ich habe zum Glück noch ganz kleine Becken. Und zwar hier. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Ich versuche mal ran zu zoomen. Vielleicht kann man den einen oder anderen ja entdecken. Also, man sieht nichts. Vielleicht, wenn ich so. Ah ja, doch, da schwimmen sie rum. Da, da, da. Also da sind jetzt vier Stück drin. Das ist ganz einfach gemacht. Ich habe hier hinten, habe ich einen, Moment. Hier hinten habe ich einen Schwamm reingemacht, damit ja, keiner hinten durchschwimmt. Dann habe ich einfach in die hinterste Kammer, ich habe so eine Eheim-Pumpe. Ja. Eine ganz normale Eheim-Pumpe habe ich mit dem Luftschlauch daran gemacht. Und ja, das funktioniert. Mache jeden Tag Wasserwechsel. Also mache da mit einem Messbecher, mache ich 1 Liter, mache ich immer Wasserwechsel jeden Tag. Habe eine kleine Anubias-Topf in so einen Topf rein, damit ein bisschen was Grünes ist und ein bisschen Bakterien sich entwickeln können. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Die bleiben ja nicht ewig da drinne. Die bleiben nur so lange da in dem kleinen Becken, bis sie eine gewisse Größe erreicht haben und nicht mehr gefressen werden von den anderen. Ich denke mal so in 3, 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen oder so, kann ich die dann umsetzen. Bis dahin sind die da drinnen gut aufgehoben. Und falls es denen zu eng wird, habe ich noch so ein 30-Liter-Becken oder 25 oder wie viel das ist. Das kann ich zur Not auch aufbauen. Und falls es zu viele werden, ich habe von den kleinen Becken habe ich 2, und ich habe dieses 25 oder 30 Liter Becken, und an der Pumpe kann ich auch 2 Sprudelsteine anschließen. Das schafft die locker. Beziehungsweise ich kann einen Verteiler kann ich dran bauen, habe ich auch noch irgendwo rumfliegen, dass ich mehrere ja, Sprudelsteine anschließen kann. Es geht ja nur um die Sauerstoffversorgung, muss ja nichts gefiltert werden. Ja, erstens ist da jetzt nicht so viel Fisch drinne, und dann, wenn du jeden Tag 1, 2 Liter Wasserwechsel machst, dann passt das. Genau, füttern tue ich mit, ja, abwechselnd oder so. Die gehen sogar schon hinter das Futter her. Also füttern tue ich einmal, habe ich noch von Söll, habe ich noch Microflakes. Das ist für Jung und Warmfische, genau. Das sieht einmal so aus. Genau. Und dann habe ich von Sera Immun Pro Mini Nature, nennt sich das. Das ist ein Wachstumsfutter. Genau. Das ist so ein ganz feines Granulat. Ist jetzt kein Staubfutter, aber es ist so ein ganz, ganz feines Granulat. Riecht auch echt angenehm. Also, ja, und Sera ist ja sowieso eine Top-Marke. Das funktioniert gut. Genau, und ja, mal schauen, wie das Becken sich entwickelt. Ich werde da hin und wieder mal ein Update-Video machen. Genau. Also momentan kann man halt noch nicht viel sehen. Obwohl ich das Gefühl habe, seitdem ich Eisen dünge ich jetzt seit ungefähr 2 Wochen. Ja, also ungefähr, kann auch ein bisschen mehr sein. Habe ich das Gefühl, die Rotala, die Spitzen oben sind um einiges mehr rot. Kann auch ja am Licht liegen, dadurch, dass ich jetzt anderes Licht drin habe. Und die Gubbis, die tummeln sich schon wieder alle da hinten in der Ecke, die Koi-Gubbis. Genau. Ja, dann habe ich hier diese Pinselalgenfresser. Das sind ja hier der und der. Nee, wo ist er denn? Quatsch. Ja, ich zoome mal ein bisschen ran. Dann sieht man es vielleicht ein bisschen mehr.
Aber warum das hier nicht zoomt, verstehe ich auch nicht. Oder war das Video unterbrochen? Also wie gesagt, der Pinselalgenfresser. Mal gucken, ob ich das rangezogen kriege. Ja, da ist einer. Das ist der etwas kleinere. Und der große Oschi schwimmt da. Genau. Also der ist schon echt groß. Ja, hier. Genau. So. Ich habe die vorher immer, also ich habe die früher immer mit den als siamesische Rüsselbarbe bezeichnet, was nicht richtig ist, weil die siamesische Rüsselbarbe, die hat ja an einen Streifen von über den ganzen Körper so quer, also von ganz vorne vom Kopf bis hinten in die Schwanzflosse rein. Und dieser hier ist eben der, ja, Netzpinsel-Algenfresser oder so ähnlich, ach keine Ahnung, aber auf jeden Fall, die leisten auch echt gute Arbeit. Also ich hatte eine Zeit lang richtig, richtig Algenprobleme in dem Becken hier und dann habe ich mir die reingesetzt und noch ein paar Schnecken, hier so Rennschnecken hatte ich einige. Da ist jetzt leider nur noch eine übrig, die habe ich übrigens bei den kleinen Gummibabys, habe ich die ins Becken, damit die ein bisschen Futterreste fressen. Genau. Die haben da auch echt gut aufgeräumt. Also, ja, dann habe ich, wie gesagt, die Neocaridina, die Red und Yellowfire habe ich hier drin. Da will ich mir nochmal, ja, nochmal einen Schwung holen, dass ich nochmal ein, ja, es sind zwar Männchen und Weibchen drin, aber jetzt nicht so viele, dass sie sich vermehren. Also, dann will ich nochmal ein bisschen mehr Nachwuchs haben. Genau, dann habe ich noch ein paar Amano-Garnelen drin, müssten 4 oder 5 Stück sein. Die sind auch schon echt alt. Und dann habe ich, boah, da hinten sehe ich gerade. Ich zoome mal ein Stück ran. Das ist eine riesige Turmdeckelschnecke. Da, an der Rückscheibe. Die ist echt groß. Die habe ich gestern Nacht schon entdeckt. Wo das Licht aus war, habe ich die gesehen. Denke ich, na, was ist denn da im Hintergrund? Ja, genau. So. Wo war ich stehen geblieben? Ja, Neocaridina will ich mir noch mal ein paar holen. Und Ancestros ist ein Pärchen drinne. Genau. Dann, was ich auch am Überlegen bin, Augenfleckbärblinge finde ich auch echt schicke Tiere. Da bin ich am Überlegen, mir da noch mal ein paar zu holen, vielleicht so 10, 20 Tiere, dass da noch mal irgendwie so ein Eyecatcher-Fisch drinne ist. Weil ich mag halt gerne diese Bärblinge. Ich mag auch gerne Salmler. Aber momentan habe ich eher mehr Lust auf so Bärblinge und ja, Guppies. Jetzt die normalen Guppies wollte ich jetzt nicht wiederholen, weil wie gesagt, ich habe da so viele Ausfälle gehabt mit denen immer und ach, keine Ahnung. Und das ist mal, finde ich, also für mich, ist meine Meinung, ist für mich mal ein besonderer Guppy. Genau. So, der ist halt schön, schön weißer Körper, fast also durchsichtiger Körper, nur der Schwanz und der Kopf ist halt so orange, ja, Koi-Farben halt, ne? Genau. Und ja, also mit den Fischen bin ich bis jetzt dreiviertels zufrieden. Wie gesagt, ein bisschen was kann ich da ja noch an Fisch reinmachen. Das ist ja noch Luft nach oben. Also immer mit Bedacht, nicht zu viel. Aber zu wenig ist halt auch nicht schön, finde ich. Weil ein Aquarium soll ja leben. Es macht ja Freude, wenn man reinguckt. Man pflegt die Tiere, es geht ihnen gut. Und wenn man dann sieht, dass sie sich auch vermehren, ist es halt schön. So, jetzt ist Mittagspause. Genau. Und ich habe ab heute habe ich die Zeit anders eingestellt. Sonst ging das Becken immer von 11 Uhr vormittags oder 10 Uhr vormittags bis abends 10 Uhr. Und jetzt habe ich es anders eingestellt. Jetzt habe ich von morgens um 7 bis um, wie jetzt, halb 1. Und dann ist 2 Stunden Pause und dann geht es bis abends um 10 an. Genau. Ja. Und mal gucken, wie das läuft. Aha. Ansonsten. Wie gesagt, jetzt ist eh aus, ihr seht eh nichts mehr und
Ja, hin und wieder werde ich ein Aquarium-Video hochladen, genau, damit ihr euch auch mal ein Bild machen könnt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das interessiert hat, könnt ihr gerne kommentieren. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ein Abo wäre auch ganz cool. Also könnt ihr gerne machen. Müsst ihr nicht, aber ich würde mich drüber freuen und ist auch ein kleiner Anreiz dafür, dass man vielleicht ein bisschen Content bringt. Genau. Jetzt ist ja mit dem Angeln, ich bin da echt eine Frostbeule. Also Angeln ist momentan echt schwierig für mich. Ja, also ich werde die Tage irgendwann mal oder in den nächsten Wochen bestimmt mal wieder angeln gehen. Aber ja, momentan mache ich da eher erstmal eine Pause. Genau. Und falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, was ich anders machen kann und sinnvolle Ratschläge wären immer cool, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ansonsten, wie gesagt, falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne abonnieren. Heute seht ihr mich ja mal nicht vor der Kamera, aber ihr seht ja mein Spiegelbild im Aquarium. Alles klar. Denn erstmal, gehabt euch wohl und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.